Hallo und willkommen zurück zu Flings Spiel Factorio Folge 21. In der letzten Folge habe ich meine allererste Alien-Basis ausgenommen und da bin ich immer noch unheimlich froh drüber. Aber in der Folge werde ich jetzt nicht weiter kämpfen, was mir doch ein bisschen Spaß gemacht hat, sondern erstmal sehen, dass meine Ölproduktion noch ordentlich weiterläuft. Also legen wir los. Ich habe noch eine Lampe. Kann ich die hier noch hinsetzen? Ist dunkel alles. Jetzt schon. So. Okay. Ich will Schweröl in Leichtöl machen und Leichtöl in Petroleumgas. Ich denke mal, ich baue zwei von denen, drei von denen und dann sollte das passen. Nein, ich baue erstmal eine und zwei, weil dafür brauche ich diese. Es sind tatsächlich noch andere im. Muss ich mal gucken, wo die herkommen. Oder einfach alle Basen im Verschmutzungsbereich platt machen. Ich habe gesehen, das geht natürlich auch später ein bisschen, wenn man doch ein paar bessere Sachen noch hat. Vor allem Kampfroboter und Kapseln und so weiter geht das auch ohne die Methode mit den Lasertürmen, die man hinbringt. Aber das habe ich alles noch nicht. Aber wie gesagt, jetzt erstmal zusehen, dass das Leichtöl und das Schweröl ein bisschen weniger wird. Fangen wir mit einem Na, wo packe ich das jetzt hin? Wo habe ich einen Platz? Ich packe das hier noch oben. Ja, da unten muss ich aber so weit hinfahren. Ich werde das hier oben hinpacken. So. Und zwar ich wollte ja zwei von den Schwerölteilen bauen. Erstmal nur einer, weil ich nicht genug Materialien für genügend Fabriken hatte. So, einmal Schweröl. Und dann daraus machen wir dann die Leichtölfabriken. So, das kommt so rum. Das kommt so rum. Und das kommt auch so rum. Das heißt, ich brauche hier auch wieder Wasser. Und ich, ich baue dort neue Wasserförderung auf. Das ist einfacher, denke ich. Wasserpumpe. Die Wasserpumpe, da ist hingekommen. So. Dann brauchen wir hier Wasser. Dort Wasser. Das Ganze verbinden wir jetzt mit unterirdischen Rohren. So. Damit steht die Wasserversorgung schon mal. Jetzt brauchen wir eine Schwerölversorgung. Holen wir uns von hier. Ups, das geht dort gar nicht, stimmt. Das geht fast. Wir bauen das ab. Bauen. So. Moment. Falsch. Ein Rohr dahin, ein unterirdisches Rohr. Nee, das bauen wir nicht dahin. Das bauen wir Ja,
dann bauen wir da gar kein unterirdisches Rohr hin. Das hat gar keinen Sinn. Aber ich sollte mich da nicht einsperren. So. Das ist das. Dann müssen wir unser Leichtöl, was wir haben, einmal können wir das direkt hineinbringen. Und hier muss ich jetzt wieder ein unterirdisches Rohr bauen, sonst vermischt sich das dort mit dem Wasser. Und das wollen wir nicht. Es ist also jetzt kein Durchlauf unterirdisches Rohr, sondern einfach ein Nicht-Vermischrohr. So, können wir noch einen Tank bauen? Yep. Den bauen wir hier ran, damit wir besser mit den Rohren klarkommen. Und dann bauen wir Rohre dahin. Oder das Ganze da unten sowieso schon komplett verbaut ist, passt das erstmal so. So, bloß noch von dem Petrol, dem Leichtöl, das zu dem anderen Leichtöl hier bringen. Wenn das jetzt reichen würde, wäre das natürlich perfekt. Es reicht, super. So, eine bisschen wirre Konstruktion, aber hier wird Leichtöl hergestellt, was gleich weiter gepackt wird in die Fabrik, die Petroleumgas herstellt. Und das habe ich mit dem Petroleumgas Speichern verbunden und es sieht so aus, als ob eine neue Forschung fertig ist. Fange ich jetzt mal einfach mit den Konstruktionsrobotern an und mache danach die Logistikroboter und könnte dann so langsam auch anfangen, ein kleines Roboternetzwerk zu bauen. Ich denke, zuallererst würde ich es hauptsächlich dafür bauen, meine Mauern reparieren zu lassen. Dafür brauche ich die Konstruktionsroboter. Und nach und nach dann über die Logistikroboter. Ja. Das Petroleumgas wird ein bisschen mehr. Das war vorhin, als ich drauf geguckt habe, bei 30. Und es steigert sich langsam. Gut. Damit hätten wir das erledigt. Und während erstmal weiter geforscht wird, werde ich mal sehen, ob ich herausfinden kann, wo die Angriffe dort unten herkommen. Und vielleicht noch mal ein bisschen, ich glaube, ich sollte noch ein paar von den Strommasten bauen. Ich glaube, ich werde auch erstmal ein paar Fernstrommasten bauen. Brauche ich nicht so viele auf den kleinen setzen. So. Dieser Türmer habe ich. Ja, mir ist einer kaputt gegangen. So, dann brauchen wir auch noch ein paar. Für unterwegs sozusagen. Ja, Energieversorgung müsste irgendwann auch nochmal erhöht werden. Jetzt kommen die da auch schon her. Ich hätte mal sehen, dass ich mich erstmal um diese beiden oder die drei dort unten kümmere. Logistikroboter, habe ich gesagt, will ich noch. Und dann vielleicht auch um den. Zurzeit sehe ich nicht, wo sie sich sammeln und wo sie herkommen. Mal schauen. Eine Neuerung, die sie hoffentlich auch in die Developer, in die
ins Alpha 11 bringen wollen, was die nächste Alpha ist, die veröffentlicht wird. Der Hauptaugenmerk der Alpha 11 ist definitiv der Multiplayer, so wie ich das sehe. Aber sie wollen auch sie wollen auch auf alle Fälle versuchen, die Türme, alle Türen mit einzubauen, sodass man nicht immer die Mauer einreißen muss und wieder abreißen muss, wenn man außerhalb seines Gebietes gehen will. Na, komm her. Aber die sind eigentlich zu weit weg. Aber wer weiß, wie die Aliens denken. Ich sehe auch so zwischendurch keine. Ich glaube, ich muss mal noch ein paar Radarschüsseln bauen. Um ein ordentliches Update meiner Umgebung zu bekommen. So, Kampfroboter, das werden wir mal einfach ausprobieren. Dadurch, dass ich halt noch nicht so oft gekämpft habe, habe ich natürlich auch die ganzen Kampftechniken zwar erforscht, aber noch nie ausprobiert. So, ich glaube, so langsam bin ich, ja, dicht genug dran für die Kleinen. Und eine allererste Verteidigungsbasis, aber schnell hier. Upsi. Knapp. Ein paar Mauern drumherum bauen. Und den nächsten Stromsatzmast setzen und die nächsten. Laser hinbauen. Dann werde ich hier gleich noch mal ein paar wegnehmen. Und mich hier hinter den Lasern verschanzen. Mauern bauen. Und die nächste Energie. Die nächsten Türmer. So, da die so dauernd da feuern, denke ich mal, wenn sie da schon die erste, den ersten Spawner fertig gemacht haben. Ja, so, dann wollen wir mal auf den nächsten gehen. So, und dann habe ich da hinten noch einen. Also erstmal wieder Mauern bauen. Ja, sieht nicht schön aus, muss nicht schön aussehen. Hier können wir ein paar Sachen mitnehmen. Ich glaube, die hier brauche ich auch nicht mehr. Muss aufpassen, dass ich nicht die Energieversorgung abbaue. Das wäre ganz schlimm. Das weiß ich gar nicht. Oh,
ein bisschen Mauern bauen. Und noch einen Energieturm. Energieversorgung. So, jetzt müssen wir dann da auch so ankommen, dass wir da was tun können. Ah, da ist das. Der Spawner. Ah, jetzt habe ich bloß noch eine. Ein Laser. Ah, müssen wir ein paar Lasers abbauen. Das macht sich dann auch garantiert noch einfacher, wenn man ein paar mehr Laser hat, aber ich finde eigentlich, das reicht. So, noch ein paar Alien-Artefakte unterwegs einsammeln, nicht, dass ich die nachher vergesse. Ah, Laser. So, das war's mit denen dort unten. Wollen wir mal sehen, ob die der Grund waren für die ganzen Angriffe an meiner Südmauer. Und dann werde ich mich als nächstes, denke ich mal, an die Produktion von Logistik und Baurobotern machen und Roboports, um mal so ein bisschen die brauche ich auf alle Fälle, Logistiksystem. Dort sind dann die Aktiven, die braucht man nicht, aber die Nachfragekiste, die ist ganz wichtig. Werde ich als nächstes Roboports bauen, um meine schönen Fliegeroboter an den Start zu kriegen, die mir erstens meine Mauern reparieren können und zweitens den Konstruktionsrobotern auch noch über Blaupausen Fabrikteile, die man einmal gebaut hat und die man in eine Blaupause gepackt hat, automatisch aufbauen. Da packt man dann bloß noch hin die Blaupause und sagt, ja, bau doch mal bitte da eine grüne Chipfabrik oder eine Eisenschmelzanlage oder ähnliches. Die müssen dann natürlich mit den einzelnen Komponenten versorgt werden. Für dann diese Anbieterkisten und Nachfragekisten wichtig werden. Und die Logistikroboter, die das ganze Zeugs hin und her transportieren. Das heißt, ich packe dann den Output meiner Fabriken nicht mehr in normale Kisten oder auf Förderbänder, sondern in diese Nachfrage-Anbieterkisten. Und die klitzekleinen Fliegerroboter, die gehen hin und holen sich das aus den Anbieterkisten ab und transportieren das zu den Nachfragekisten oder zu Lagerkisten, sodass halt alles, was ich dort herstelle, in einem sogenannten Logistiknetzwerk verfügbar ist. Und dann von Konstruktionsrobotern oder von Fabriken oder sowas angefordert werden kann und dann dorthin gebracht wird. Das macht auf einem kleinen Gebiet. Oh, da kommen die her von der Seite. Da muss ich doch da hinten irgendwann mal hin. Dann lasse ich den hier jetzt auch stehen. Das mache ich dann aber ein kleines bisschen später. Weil noch geht das ja alles mit den Angriffen, die kommen nicht durch. Irgendwann hatte ich tot gemacht. So, Stromversorgung. Ja. Die Stromversorgung werde ich noch aufbauen. Noch eine nächste Reihe von den
von den Dampfkesseln. Ich habe schon wieder vergessen, wie viele das waren. 2, 4, 6, 8 und 11. 6, 7, 8 und 10, 11. Und eine Pumpe. Und 11 von den Dingen. Ah, passt genau hin. Ich bloß, dass das mit der Pumpe passt. So, die gehen wieder eins auseinander. Das heißt, den muss ich abbauen und ganz schnell wieder aufbauen. So ein bisschen wenigstens. Damit unten der Strom ist, nicht dass ich angegriffen werde und meine Laser können nicht mehr feuern. So, muss das garantiert hin. Und ich glaube, dann habe ich auch genügend umweltverschmutzende Energieerzeugung. So, dass ich dann als nächstes versuche, ja, das habe ich mir jetzt gedacht, dass das nicht klappt. Dass ich als nächstes versuche, auf Solarenergie umzusteigen. Soweit ich mich erinnere. Ich habe keine Rohre mehr, weil ich die alle für das ganze Zeug verbraucht habe. Ich brauche auf alle Fälle meine Brennöfen in der Höhe. Also passt das mit dem Klickammer oder nicht? Dann muss ich jetzt bloß noch sehen, wie ich dort Wasser reinkrieg. Und dafür muss ich erstmal ganz dringend ein paar Rohre besorgen, die ich ja Gott sei Dank baue. Da sind sie auch schon. Unterirdische Rohre habe ich noch genügend, aber gerade Rohre fehlen mir. Ja, die blaue Fläschchenproduktion ist ein bisschen langsam. Ist aber meistens so, dass wenn man dann blaue Sachen anfängt zu forschen, dass die Flaschen auch erst in der ganzen Weile weg sind. So. So viel dazu. Dann noch die Stromversorgung der fehlenden Thermomotor. Und dann, na, da brauche ich dann wahrscheinlich gar nicht die da, sondern ich führe das einfach nach oben. Ja, diese Brennöfen, die können auch als Kreuzungsstück und Ecke und was weiß ich was funktionieren. Bei dem sehe ich halt nicht ganz so genau dieses hübsche gelbe Fenster, sondern hier so an der Seite ein bisschen flackern, aber der heizt auch. Infolgedessen geht das alles so noch ganz gut. Der Strom sagt jetzt wieder Platz. Okay, Strom habe ich. Ich habe ein paar Aliens tot gemacht. Ich habe die Ölförderung hoffentlich wieder ans Laufen gebracht. Kupferplatten laufen, Eisenplatten sind genügend da. Ob das jetzt so langsam ist, kann ich gar nicht sagen. Manchmal läuft das Spiel ein bisschen langsamer. Ich hoffe, das stört nicht. Und irgendwann fängt es dann wieder ein bisschen schneller an zu laufen.
klar, je mehr man laufen hat, umso je mehr man nebenher laufen hat, umso mehr verlangsamt sich das Spiel auch. Aber zu den Aufnahmen mache ich eigentlich immer alles aus, was irgendwie auszumachen geht. Die arbeiten immer noch nicht. Das ist das Leuchtöl ist jetzt komplett voll. Aber das wird hier gut verarbeitet. Komm, Geschwindigkeitsmodul geht ein bisschen schneller. Bauen wir später noch welche ein. Und ich wollte ja auf alle Fälle auch noch eine zweite von den Schwellen zu Leichtöl und mindestens eine von dem Leichtöl zu dem Petroleumgas bauen. Wahrscheinlich brauche ich da lieber zwei noch, die das machen. Gut. Gut, dann werde ich euch für heute wieder alleine lassen und würde mich freuen über Kommentare und ganz super natürlich darüber freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Auf Wiedersehen!